Also mein Name ist Njikoha Edibo und ich bin Leiter Marketing für die Business Unit Klinik in der Paul Hartmann Deutschland Organisation. Und der Name Njikoha Edibo kommt aus Nigeria. Njikoha bedeutet Vereinigung der Völker, weil meine Mutter Deutsche ist und mein Vater Nigerianer. Ganz viele Dinge helfen mir, mein Ziel zu erreichen. Wenn ich mal beim Business mal anfange, natürlich mein Chef, mein Vorgesetzter, der auch guckt, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Es hilft natürlich auch die große Vision und Strategie, die Herr Jühle uns gibt. Das ist sehr hilfreich, weil es gibt halt Richtung. Und mein Team, dafür bin ich zuständig. Ich suche mir die Personen aus, ich fördere die Personen, ich fordere die Personen und die helfen dann eben, diese Zielsetzung zu erreichen. Und auf der privaten Seite bin ich der Meinung, und das ist halt meine Erfahrung, dass ein ausgewogener Mensch immer besser ist und das hilft sehr. Also die Ernährung, die Fitness, das ist wichtig, aber auch die Familie. Die Familie unterstützt, man kommt runter, man kann abschalten, um wieder neue Kraft, neue Energie zu tanken, dass es weitergehen kann. Also für das International Talent Programm habe ich mich selbst beworben. Natürlich, das war auch Bedingung. Ja. Raise your hand hat es geheißen. Also jeder, der sich angesprochen fühlt, soll sich melden. Und ich war von Anfang an Feuer und Flamme dafür, weil ich einfach nochmal eine Möglichkeit gesehen habe, mich mit anderen zu messen, zu reiben, also gut zu reiben. Ne? Also das, was Positives dabei rauskommt. Ich habe die Möglichkeit auch für mich nochmal gesehen, meine Persönlichkeit, meine Fähigkeiten nochmal auszubauen, auch für die Firma dann gewinnbringend einzusetzen. Und ich habe das Programm als sehr intensiv, auch von der Zeit her, von dem, was man persönlich investiert hat, aber sehr fruchtbar erlebt. Going further for health, das heißt, etwas zu tun, was wirklich anderen Menschen hilft, das ist unglaublich gut. Das hat man nicht bei anderen Firmen. Und das ist eine sehr wichtige Sache, die inspiriert einem natürlich.